Hallo, liebe Mitglieder und liebe Abonnenten. So, es ist soweit. Heute ist der 28. Februar. Morgen ist der 1. März. Und ich habe ja gesagt, wir machen dieses Jahr einen Osterkalender, weil der Adventskalender ja letztes Jahr ausfiel. Ja, und der startet jetzt morgen. Unsere Miriam hat gespendet 31 Dosen dieser Art, verschiedene Farben. Inhalt 600 Milliliter. Ja, was soll ihr tun? Ganz einfach. Ich poste morgens um 7 oder um kurz vor 7, also sobald das Bild steht, könnt ihr schon schreiben. Ich poste jeden Tag ein Bild von einer Dose, weil wie gesagt verschiedene Farben. Bis abends 20 Uhr habt ihr denn dann die Möglichkeit, drunter zu schreiben, wieso, weshalb, warum. Obwohl, kleiner Tipp am Rande, in die Lostrommel kommt sowieso jeder. Aber pst, nichts verraten. Gell? Gut. Also diese Dose wird dann 31 Tage lang verlost. Jeden Tag eine. Und dann habe ich mir überlegt, unter den 31 Gewinnern wird dann noch mal jemand gezogen. Das ist dann der Hauptgewinn. Aber das mache ich dann erst am 2. April, weil der 1. April ist Ostersonntag und ein Aprilscherz, das muss dann nicht sein. Also, der Gewinner wird dann ausgelost unter den 31 Tagesgewinnern und der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt eine Eierdose, entweder in Beere oder in Limette. Pinkfarbener Shaker, die KitchenAid-Schürze, damit ihr es auch glaubt, dass es ist, hole ich sie mal raus. Damit habe ich ja doch das letzte Mal das Video gemacht. Wo ist denn hier vorne, wo ist denn hier hinten? Ach hier. Tada! Na? Und dann gibt es noch ein Backbuch. Und zwar dieses Backbuch beinhaltet diverse Lieblingsrezepte unserer Mitglieder. Und das Backbuch wird dann heißen, keine Ahnung, vielleicht ein Backbuch für Mitglieder, von Mitgliedern. Keine Ahnung, lasst es euch überraschen, ich weiß es selber noch nicht. Aber einen Titel wird schon bekommen, so in der Art. Ja, und damit dann alles hier auch sein gerechter Gang geht, habe ich mir eine App runtergeladen. Ob ich das natürlich live dann mache mit dieser Auslosung, das sei dahingestellt. Könnt natürlich ein Video machen, so ein Kurzvideo. Das lasse ich mir noch gefallen, weil mit dem Live-Teil habe ich so meine Schwierigkeiten, was bei Facebook so dieses Live da, ne? Habe ich so meine Probleme. Weil ich sag's immer wieder, ein Elektroherd kann ich anschließen. Ich kann auch eine Lampe anschließen oder was weiß ich. Aber hier, das mit Facebook, das ist ein Buch mit 7 Siegeln. Also, ihr Lieben, ich habe mir eine App runtergeladen, die zeige ich euch jetzt. Die heißt Zufallsgenerator. Tada! Und da werden jeden Tag eingegeben. Wenn ihr zum Beispiel morgen, ich sag jetzt einfach mal eine einfache Zahl, es machen mit an Mitglieder und Abonnenten, ich sage jetzt mal 385, ne? Gebe ich ein, der kleinste Wert ist 1. 385 sind dann die Mitglieder. Ich komme mal ein bisschen näher an die Kamera, dafür kommt, also ich nicht, aber das Tablet. Da gebe ich die 385 für die Mitglieder ein und dann gehe ich. Und das wäre dann der Gewinner, die Nummer 5. Ne? Ja. Und so werde ich das dann jeden Tag machen. So. Und ich habe ja gesagt, es können ja auch die Abonnenten mitmachen, weil es ist ja nicht jeder bei Facebook oder so. Sind dann schon bei Facebook, aber nicht bei uns in der Gruppe drin, weil sie das nicht möchten oder wie auch immer. Also wer bei der Verlosung als Abonnente mitmachen möchte, bei Facebook drinne ist,
Schreibt mir bitte über den Messenger. Ihr müsst euch natürlich überraschen lassen, was es für eine Farbe gibt. Ne? Und ja, und ihr kommt dann genauso in die Lostrommel wie die Mitglieder auch, die dann halt mitspielen. Ja. Ja, das ist jetzt die Kurzfassung. Wenn irgendwelche Fragen sind, einfach mich anschreiben über den Messenger oder wer meine Nummer hat, über den WhatsApp, egal. Und ja, und da würde ich sagen, dann wünsche ich ein frohes Gelingen und viel Spaß. Und dass es den richtigen trifft. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.